Ask. Das ist eines der stärksten Erfolgsprinzipien, die ich kenne. Ich kenne es schon seit den 90er Jahren und es hat mir viele Türen geöffnet. In der heutigen Folge präsentiere ich ein paar Beispiele, die Sie dann auf Ihr Leben übertragen können, zumindest indirekt. Mehr ist möglich. Der Alex Rouge Podcast. Hier erhalten Sie Lernerkenntnisse, Inspiration und Ansporn in den Bereichen Marketing, Gesundheit, Erfolg und Unternehmer-Know-how. Mehr ist möglich. Hallo, hier ist Alex Rouge. Heute ist der 31. Dezember. Es ist Nachmittag. Ich sitze auf der Terrasse meines neuen Ferienhauses in Las Manchas auf der kanarischen Insel La Palma. Es ist leicht windig, aber immer noch okay. Sie hören vielleicht ein bisschen den Wind im Hintergrund. Ich habe hier auch ein paar Palmen, die dem Wind ausgesetzt sind. Aber es ist im Prinzip ein natürliches Geräusch. Abgesehen davon ist es hier komplett ruhig, nur der Wind und ein paar Bienen. Immerhin gibt es hier kein Bienensterben auf La Palma, wie es scheint. In den 90er Jahren haben wir das Hörbuch Kopp-Meyers Erfolgsstrategien herausgebracht im Rouge Verlag, ein Millionenbestseller. Und in diesem Hörbuch habe ich zum ersten Mal vom Erfolgsprinzip Ask gehört. Ask bedeutet Fragen und Bitten. Zum zweiten Mal davon habe ich gehört von Jack Canfield. Es gibt ja auch ein Hörbuch von ihm im Rouge Verlag, ebenfalls ein Millionenbestseller mit dem Titel Jack Canfields 64 Erfolgsprinzipien. Und er spricht auch schon seit den 90er Jahren über dieses Erfolgsprinzip. Er benutzt zum Teil auch den Begriff The Aladdin-Faktor, also der Aladdin-Faktor. Seit ich auf der Seminarbühne bin, also seit 2001, erwähne ich dieses Erfolgsprinzip. Ask. Es gibt sogar ein Ask-Poster in meinem Erfolgspaket Tu im Leben, was du wirklich willst, das ich gemeinsam mit Ferris Bueller erschaffen habe. Und wie Sie vielleicht wissen, habe ich immer ein Ask-Poster dabei, wenn ich einige Monate im sonnigen Ausland verbringe. Also zum Beispiel in Kalifornien habe ich ein Ask-Poster, auch hier auf La Palma habe ich ein Ask-Poster und natürlich in der Schweiz hängt eines in meinem Büro. Aber damit das für Sie anschaulich ist und auch konkret, habe ich hier ein paar Beispiele aus meinem Leben und meiner Firma aufgeschrieben. Ein neueres Beispiel, Ask für mein erstes Ferienhaus hier auf La Palma. Als ich im März 2021 hier war, konnte ich ein richtig gutes Ferienhaus mieten, direkt am Meer in einer der wärmsten Ortschaften der Insel. Das war damals möglich, weil es war mitten in Corona und somit gab es viele Annullierungen, insbesondere weil die Stammgäste meist älter waren und somit Angst hatten vor Corona. Ich wollte es dann wieder mieten, aber die Vermieter haben mir gesagt, es sei ausgebucht zwischen Oktober und März, also eigentlich den besten Monaten, weil es macht ja meistens Sinn, nach La Palma zu gehen, wenn es in der Schweiz kalt und dunkel und neblig ist. Und das sind natürlich die Monate Oktober bis März. Ich habe dann das Erfolgsprinzip Ask angewandt, letzten Sommer, indem ich die Vermieter angeschrieben habe und sie darum gebeten habe, mich auf die Warteliste zu setzen, falls jemand abspringt. Und tatsächlich ist jemand abgesprungen, und zwar für Oktober 2022. Und somit konnte ich dieses Haus für 30 Tage buchen, was ich dann auch sofort gemacht habe. Aber ohne das Prinzip Ask wäre das nicht passiert. Und ich habe dann auch weiterhin das Erfolgsprinzip Ask angewandt, denn nach diesem Monat wollte ich hier bleiben, was gar nicht so einfach ist, weil eben die Insel sehr beliebt ist und weil auch bestimmte Ortschaften aufgrund des Vulkans nicht mehr hier sind. Oder es gibt auch eine Ortschaft, Puerto Naos, die nicht betreten werden darf, wegen Gasen.
Und da ist eine ganze Ortschaft einfach zu. Aber ich habe dann auch das Erfolgsprinzip Ask angewandt, denn es gibt da eine tolle Überbauung mit 12 exklusiven Ferienhäusern direkt am Meer, ebenfalls in einer der wärmsten Ortschaften. Ich habe dann auch Ask angewandt und es gab tatsächlich dann auch Annullierungen und so konnte ich dann dort sein. Ich musste halt immer wieder mal wechseln und dann wieder warten, bis es eine neue Annullierung gab. Und dann war ich ja auch einmal noch in einer anderen Ortschaft während einer Woche, bis dann wieder etwas frei wurde. Und auch jetzt bin ich wieder in einer anderen Ortschaft, gebe dann wieder dort zurück. Erfolgsprinzip Ask. Ein weiteres Beispiel. Sie haben vielleicht gesehen, dass ich ab und zu eine E-Mail verschicke, zum Teil an unsere ganze Liste, zum Teil nur an unsere Insider-Liste. Und dann bitte ich meine Liste darum, uns Fragen zu schicken für den Podcast. Und so alle paar Wochen mache ich dann eine Podcast-Folge, in der ich Fragen beantworte. Und hier gerade mal schnell noch in der Klammer. Falls Sie noch nicht auf der Insider-Liste sind, können Sie mal einen Blick werfen auf alexrusch.com/insider. Das ist eine Liste für die, die noch mehr Hintergrundinformationen haben möchten, die noch mehr exklusive Einblicke haben möchten, die können sich dort eintragen. Dort gibt es nicht einfach nur Werbung, sondern eben auch persönliche Sachen, über die ich berichte und bestimmte Einblicke. Hier das nächste Beispiel. Das habe ich früher gemacht. Ich habe das Erfolgsprinzip Ask angewandt, um einen Maßanzug-Schneider-Sponsor zu finden. Und das ist mir dreimal gelungen. Und somit hatte ich also im Laufe der Jahre 3 Sponsoren für Maßanzüge und Maßhemden und besondere Krawatten. Also so ziemlich alle Maßanzüge, die Sie in meinem Video sehen, sind gesponserte Maßanzüge, die sehr besonders sind. Wie habe ich das gemacht? Ich habe einfach meine E-Mail-Liste angeschrieben und erwähnt, dass ich einen Maßanzugschneider suche als Sponsor. Und dann stand dann jeweils zum Beispiel in den Senat-PowerPoints, Alex Rusch wird eingekleidet von Pünktlein, Pünktlein, Pünktlein. Diese Idee bekam ich von Talkshows, wo ich das sah. Und früher war es auch dann so, dass bei den Kongressen war dann auch mein Schneider dort, hat einen Stand gehabt und deswegen gibt es auch Rouge-Kunden, die vom gleichen Schneider Maßanzüge haben. Hier ein weiteres älteres Beispiel. Sie wissen vielleicht, dass ich schon seit längerer Zeit am Halwilersee wohne. Ich hatte verschiedene Häuser und das alles fing an im Jahr 2002. Damals habe ich in einem Penthouse gewohnt in Rudolfstetten bei Zürich und direkt darunter war eine Büroetage. Eigentlich war es perfekt dort, mit einer großen Ausnahme. Es gab Schießplatzlärm. Also es gab diese Schießanlagen, nicht nur eine, nicht nur zwei, nicht drei, sondern 4. Und es war ein Tal mit Rückhall. Und an den meisten Samstagen in den schönen Jahreszeiten wurde geschossen. Und das war fast unerträglich. Und das Problem ist ja, wenn man dann im gleichen Gebäude wohnt und arbeitet, dann hat man den Lärm eigentlich immer. Und es wurde nicht nur am Samstag geschossen, es wurde auch dann, ich glaube, am Mittwochabend geschossen. Und da gab es auch noch den Militärschießplatz, den man auch hörte. Und da wurde dann auch an anderen Tagen noch geschossen und so weiter. Und so muss ich dort weg. Also 2 Jahre nach dem Einzug wollte ich dringend weg. Und ich wollte aber etwas Gutes finden. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe das Erfolgsprinzip Ask angewandt, indem ich Anzeigen schaltete in mehreren größeren Regionalzeitungen. Und in diesen Zeitungen habe ich auch meine Faxnummer erwähnt damals im Jahr 2002, weil ich wusste, dass Vermieter oft älter sind und im Jahr 2002 gab es eben auch viele Vermieter, die keine E-Mail-Adresse hatten oder ungern E-Mail benutzt haben. Und tatsächlich, es kam ein Fax. Und auf dem Fax war auch eine Landkarte. Und da sah ich einen See. Da habe ich dann dort angerufen und gefragt, sehe ich das richtig, dass dieses Haus direkt an einem See ist und dass es unterhalb des Hauses keine weiteren Häuser gibt?
Und dann hat der Vermieter gesagt, ja, das ist richtig. Und dann habe ich es besichtigt. Und ich habe es dann auch sofort gemietet. Und das war also das erste Haus am See, am Halwilersee. Das Problem war, es gab keine Parkplätze bei diesem Haus. Es gab dort einen Planungsfehler beim Bau des Hauses. Es gab dann zwar eine mündliche Absprache mit einem Nachbar, der starb aber und seine Tochter wollte diese mündliche Absprache nicht anerkennen. Deswegen war dann auch dieses Haus verfügbar, aber ich bin ja Unternehmer. Ich habe dann auch das Erfolgsprinzip Ask angewandt und fand dann genügend Parkplätze für mich und für mein Team. Wir mussten dann zwar noch einen Bagger kommen lassen und sozusagen Parkplätze bauen bei einer Wiese, aber es war möglich. Ja, Sie merken schon hier ein bisschen den Wind, aber ich habe zum Glück auch einen Windschutz auf dem Mikrofon, somit sollte es halbwegs okay sein. Und eben, es ist ja die Natur. Hier ein weiteres Beispiel von Ask. Wenn man sich bei uns neu einträgt, auf unserem E-Mail-Verteiler unter alexrusch.com/erfolg, kommt man in eine Startkampagne. Und nach einer bestimmten Anzahl von E-Mails kommt dann auch eine E-Mail, wo ich dann die Personen frage, ob sie eine Frage an mich haben. Erfolgsprinzip Ask. Und dann kommen dann Fragen, die ich dann zum Teil direkt beantworte, die zum Teil dann durch mein Team beantwortet werden oder die zum Teil sogar in einen Podcast kommen oder in eine Alex Ruh Show. Hier ein weiteres Beispiel. Wenn jemand probiert, bei uns etwas zu bestellen, Schritt 1 macht, aber nicht Schritt 2, also nicht die Bezahlung durchzieht, geht bei uns auch eine Mail raus, wo wir dann fragen, ging etwas schief? Gab es technische Probleme? Auch das ist wertvoll, denn es gibt tatsächlich ab und zu Probleme. Vielleicht gab es irgendetwas bei der Schnittstelle zu PayPal oder bei der Schnittstelle zu Stripe, irgendein Update, das nicht funktioniert hat oder irgendein Land, das blockiert wird oder irgendetwas. Und so ist es wichtig, dass so eine E-Mail verschickt wird. Prinzip Ask. Ab und zu frage ich auch unsere VIP-Kunden, zum Beispiel bei Veranstaltungen oder wenn ich mit denen telefoniere oder ein Zoom-Meeting habe, was können wir verbessern? Eine offene Frage. Prinzip Ask. Und diese Frage, die stelle ich wirklich nur an VIP-Kunden oder an A-Kunden. Und da kommen dann wirklich sehr interessante Antworten. So, meine Damen und Herren, das waren jetzt einige Beispiele des Erfolgsprinzips Ask. Überlegen Sie, wie Sie das jetzt auch auf Ihr Leben übertragen können und auch auf Ihre Firma. Ich weiß natürlich, dass viele langjährige Kunden und Fans diesen Podcast anhören und die kennen bereits dieses Erfolgsprinzip, aber trotzdem ist es gut, man hört wieder davon. Ist auch bei mir so, ich muss ständig daran erinnert werden, weil je mehr Ask wir machen, desto mehr Erfolg haben wir. Vielleicht mache ich dann irgendwann mal auch noch einen Online-Lehrgang über dieses Thema. Kann mir jetzt gut vorstellen. Die Idee kam jetzt ganz spontan. Ich könnte jetzt auch das Prinzip Ask anwenden und Sie fragen, soll ich einen Online-Lehrgang machen zum Prinzip Ask? Wenn ja, dann geben Sie mir ein Feedback, vielleicht auf alexrusch.com/feedback. Und jetzt zum Schluss. Ich mache diese Folge ja recht spontan, natürlich mit ein paar Stichworten auf einem Blatt Papier. Aber hier jetzt ganz spontan noch so 1, 2, 3 Empfehlungen. Ich habe vorhin kurz das Ask-Poster erwähnt, im Zusammenhang mit dem Erfolgspaket «Tu im Leben, was du wirklich willst». Es ist eines meiner besten Produkte. Wir haben sehr viele davon verkauft. Es gab dann auch eine komplett neue Auflage mit neuer Box. Und dieses Erfolgspaket finden Sie unter tuimleben.com. Mega stark. Davon gibt es auch noch eine englische Version, zumindest von dem Hörbuch mit dem Titel Do in Life What You Really Want. Habe in Hollywood produziert. Und Sie finden das als Download unter rouschverlag.com. Und hier noch meine letzte Empfehlung für das Jahr 2023, um mega große Erfolge zu erzielen.
Falls Sie noch nicht Mitglied sind im Alex Rouge Inner Circle, sollten Sie unbedingt mal einen Blick werfen auf die Website www.inner-circle.ch. Wir nennen es auch die monatliche Erfolgstankstelle. Es gewährleistet, dass Sie auf der Erfolgsspur bleiben. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für 2023. Und wir hören uns wieder nächsten Mittwoch.